Baden angekommen im Hotelzimmer. Und das Geile ist, die haben einen Tresor, wo ein 16 Zoll Notebook reinpasst. Das ist ja geil. Kann ich auch den benutzen. Das ist echt entspannt eigentlich sogar hier das Zimmer. Auch eine Öffi-Karte bekommen, kann dann Nahverkehr einfach nutzen, muss da kein Ticket holen. Hinzu kommt noch, dass ich hier Fitnessstudio habe, von 6.30 Uhr bis 23.30 Uhr auf. Das ist geil, bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht, ob es gut ist. Und dann verpasse ich diese Woche wenigstens auch kein Training und muss nicht nur mit Liegestützen was machen. Habe ich mir jetzt auch angewöhnt, vorm Duschen immer so viele zu machen, wie ich einfach gerade schaffe. Meistens dann so zwischen 50 und 80 mal 40, so im Endeffekt. Und wenn ich das dann gemacht habe, einfach nur einen Satz, dann habe ich wenigstens ein bisschen gemacht überhaupt, damit ich konstant wird. Gleich gehen wir schon wieder weiter. Da ist wieder Programm, Spieleabend und Abendessen. Wir eben pumpen. Und das Fitnessstudio ist echt richtig, richtig geil. Also sie haben wirklich ein ordentliches Gym, wo du normalerweise auch hingehen würdest, um normal zu trainieren. Hier drin und da kannst du halt als Hotelgast dann kostenlos mitbenutzen. Ein Traum. Ich habe jetzt Schulterdrücken, Seitheben, einen Supersatz gemacht. Das letzte Übung, zwei Sätze, davor rudern und davor Bankdrücken. Einfach weil in einer halben Stunde, 40 Minuten, bevor es jetzt weitergeht, aber nochmal trainiert. Ich glaube, das könnte ein Abendprogramm sein. Das ist echt geil. Vor allem, du hast keinen Weg. Du hast zwei, drei Minuten hin, du hast keine halbe Stunde insgesamt dann. Könnte man sich dran gewöhnen. Du hattest gepult und dabei keine Konflikte oder was? Der Zug ging nach Baden. Nach dem Essen eben bei Lanze gewesen. Bisschen Essen unterhalten. Ich finde es extrem lustig, dass ich so einen extremen Workaholic-Fokus habe. Ich kann mir so gar nicht vorstellen, wie so einen Monat über rumzureisen oder so. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Schon lustig. Ich weiß nicht. So, wenn ich tagtäglich unterwegs bin, kreuzt es so gar nicht irgendwie meine Gedanken. Komisch. Das, was ich aber auch gemerkt habe, eben beim Lernen, ich kann echt wenig. Ich muss, glaube ich, wirklich einfach anfangen, alte Klausuren zu machen. Dann mir das Zeug halt nach und nach drauf zu arbeiten. Also jetzt schon. Ne? Sub rein, hier sind auch noch zwei Videos, die du gucken kannst. Das meiste auf meinem Kanal ist Fitness oder Vlog basiert, also das, was bei mir gerade abgeht, oder Fitness. Wenn du aber Fragen hast, schreib die einfach mal in die Kommentare, dann mache ich dir auch ein Video. Ansonsten würde ich sagen, guck dir einfach die zwei Videos an.